könnte es jetzt also besser machen und dann den zeitgleichen Melbadis zunächst einmal abhängen und sich an die Spitze setzen. Das ist das Ziel von Thomas Florschütz, Gino Gerhardi, Kevin Kuske und Thomas Blasche. Sauber und gut reinkommen. Diese flache Ebene da am Start, die verführt dazu, ein, zwei Schritte zu viel zu machen. Und dann hat man Probleme. Lieber ein weniger und sauber rein. Besser als im ersten, wenn auch diese ganz leichte Bande, aber 5,13 Verbesserung. Wie die meisten hier, da fällt er nicht ab. 600. Allerdings klar der Rückstand erstmal, weil an den Start der Letten kommt niemand dran. Aber das kann er noch gut machen. 500. jetzt. Der Startvorteil jetzt nicht mehr von Gewicht. Jetzt sauber weiterfährt. Da ist er schon, der Vorsprung. 300. für Florschütz. Und ich denke mal, das schafft er. Ein Zehntel, auch hier in der 13 Ausfahrt, etwas problematisch, aber das reicht. 13 Hundertstel. Was sagt uns diese Geste? Erstmal prima oder das hätte noch besser werden können? Also, erstmal an der Spitze und es kommt ja nur noch einer. Rang 2 ist ihm sicher und das heißt, unentwegt jetzt schon im sechsten Rennen der Saison auf dem Podium. Im Zweier, Zweiter in Eagles, Sieger in La Panne. Da kommt er hoch raus, wie viele andere auch. Im Vierer zweimal Dritter bislang. Also, er wird sein bestes Viererergebnis einfahren. Das steht jetzt schon fest. René Spies gratuliert ihm. Und auch Michael. Jetzt aber Alexander Subkov, Bob Russland 1. Sie waren schneller gestartet, 200. schneller als Florschütz im ersten Lauf, hatten aber insgesamt nur 100. Rückstand, Vorsprung auf die Deutschen. Der Start. Ganz wichtig jetzt bei diesem engen Ausgang des ersten Laufes. 5,13 hatte Florschütz. 5,11, 200. besser, also 300. vorn im Moment. Wird er es auch runterbringen? Erfahren genug ist er. Es ist nur noch 200. Vorsprung. Dennoch eine gute Fahrt bis dahin. Und da wächst der Vorsprung an. 500. Subkov auf dem Weg zum Sieg. Fragezeichen. Konstant 500. Da hat er Probleme gehabt. Auch etwas hoch da in der 9. Wird ihm das was kosten? Ja, 400. hat es ihm gekostet. 100. nur noch der Vorsprung. Und das wird ganz eng. Und da ist es Rückstand. Was für ein dramatisches Ende. Die Russen sehen es ein. Das war der Fehler in der Kurve 9. Dort, wo die Kanadier gestürzt waren. Da hat er den Sieg verspielt, Alexander Subkov. Wird Zweiter, 200. hinter Thomas Florschütz. Tolles Ergebnis. Ja, sie können es selbst kaum fassen. Zweimal Dritter und jetzt auch im Vierer. Sieger. Michael Kreutz steht schon bereit bei Thomas Florschütz. Gibt mir jemand einen ab? Also wir scheinen schon länger draußen zu sein. Thomas Florschütz, herzlichen Glückwunsch. Der zweite Sieg hier. Was machen Sie im Augenblick besser als die anderen? Ach du, ich weiß es gar nicht genau. Es war ein relativ guter Wettkampf heute, trotz der kleinen Fehler. Wir haben gewonnen. Ich will eigentlich gar nicht drüber nachdenken, warum. Wir sind froh und genießen das jetzt einfach mal. Das war der erste Weltcup-Sieg im Vierer und ich bin überglücklich, dass es endlich gelungen ist.
Ja, Sie haben da natürlich im ersten Lauf noch so ein paar kleine Kinken gehabt, jetzt im zweiten war es einfach besser. Ja, ich habe halt einfach versucht, den Schlitten laufen zu lassen. Also das ist ja eigentlich die große Kunst im Vierer, nicht so sehr viel einzugreifen. Es scheint funktioniert zu haben. Die Kurve scheint gut gewesen zu sein, die Mannschaft hat einen guten Job gemacht, also was immer mehr. Gestern haben Sie ja noch eine richtige Kampfansage gestartet nach dem Sieg im Zweier. Was haben wir denn in Zukunft zu erwarten? Ach ja, ich glaube, wir müssen ganz easy bleiben. Wir wissen, dass wir in beiden Disziplinen vorne mitfahren können, dass wir gewinnen können. Und wir lassen uns einfach überraschen. Dankeschön. Am 8. Januar geht es weiter in Altenberg. Und jetzt erstmal das Ergebnis hier. Wir sehen allerdings nur die Plätze 11 bis 20 dort. Aber wir wissen es auch so, Flor Schütz vor Subkov und dem Letten Mel Badis, Maximilian Arndt an 6 und direkt vor Manuel Machata, der sich da immerhin noch 2 Ringe hat verbessern können. Großartiges Ergebnis für die deutschen Viererbob-Crews hier in Winterberg. Bobsport im ZDF, präsentiert von der DKB. Ja, der Sieg geht also an Thomas Florschütz. Glückwunsch auch an den Bundestrainer Christoph Lang. Ich glaube, das kann man ruhig mal sagen. Wir haben vorhin nach dem Lauf von Thomas Florschütz spekuliert, wie Ihre Geste denn zu deuten war. War das, naja, geht noch, da geht noch mehr oder ja, schon ganz okay? Erstmal war es natürlich ganz okay. Zweitens war, geht auf alle Fälle was noch. Das haben wir eigentlich jetzt immer bewiesen, dass der zweite Lauf eigentlich für uns eigentlich fast der bessere immer ist. Die steigern sich immer gewaltig, die Jungs. Woran liegt das? Ja, die wissen ganz genau, die kriegen dann immer einen kleinen Anschiss von mir. Nein, um Gottes Willen, wir versuchen natürlich den ersten Lauf zu analysieren und versuchen dann speziell im zweiten Lauf den natürlich ganz besonders auch zu betreuen. Speziell jetzt hier das Wochenende mit dem ganzen Schnee. Wie ist die Bahn? Wo liegt der Schnee? Auf was müssen sie ein bisschen achten? Da muss jeder Pilot oder jede Mannschaft selber daran arbeiten, ob er das dann umsetzt oder sagt, okay, ich lasse es so, wie es ist oder okay, versuche ich mal. Und es liegt an jedem selber. Aber ich denke mal, dass wir die Stärke sind, dass wir eine kompakte Mannschaft sind und versuchen auch die Piloten im Wettkampf über jedes Geschehen rund um den Wettkampf auch zu informieren. Aber heute muss man schon sagen, es waren komplett faire Bedingungen. Heute waren komplett faire Bedingungen, war kein Schnee, hat dort im ersten Lauf kontinuierlich geschneit. Ich denke mal, heute war es ganz okay, also heute braucht sich keiner beschweren. Ja, Manuel Machata heute auf Platz 7. Ist das eine Platzierung, mit der Sie leben können oder mit der Sie leben müssen? Ich muss damit leben. Wollen natürlich nicht, weil er hat natürlich viel mehr drauf. Momentan läuft es bei ihm überhaupt nicht. Das fängt mit dem Zweier an natürlich und hört jetzt im Vierer auf. Die kämpfen natürlich, die Mannschaft kämpft natürlich. Aber momentan läuft es einfach nicht so richtig. Und der Max hat heute ein bisschen Pech gehabt beim zweiten Lauf im Start. Und der Rödi ist einen Tick zu weit gelaufen und ist das Einstiegen. Und wenn man hier oben gleich Geschwindigkeit verliert, ist natürlich der Speed vorbei. Es gibt also ein bisschen was zu tun über die Feiertage. Wir wünschen trotzdem schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Das und jetzt, ich auch. Vielen Dank. Und jetzt gehen wir aber erstmal mit einem tollen und erfolgreichen Wochenende aus Sicht der Deutschen zurück nach Mainz. Und da wartet Wolf-Dieter Poschmann.